Heute zeige ich euch diese 15 Karten, die ich basierend auf den Sketchen von Kendras Card Challenge und ihren Anleitungen gebastelt habe. Es hat ein neues Quartal begonnen, also gibt es auch eine neue Challenge. Es ist jetzt Nummer 13. Wie man teilnimmt, sage ich euch in diesem Video. Aber nur so viel sei verraten. Man kann tolle Preise gewinnen, wenn man sich an der Challenge beteiligt. Es macht wirklich Spaß und ich hoffe, ihr werdet es auch versuchen. Mein Name ist Julia und ich bin begeisterte Kartenmacherin und Papierbastlerin aus Österreich. Willkommen auf meinem Kanal Julies Kreativschatzkiste. Ich bin ja seit kurzem auch Mitglied des Design-Teams für Kendras Card Challenge, deswegen freue ich mich umso mehr, euch dieses Video zeigen zu können. Kendra stellt jedes Quartal 15 Kartensketche zur Verfügung, sowie Schnittpläne, dass man diese Sketche aus 6 Stück Designpapieren im Format von 6x6 Inch herstellen kann. Den Link zum Download für Kendras PDF findet ihr in der Infokarte, eingeblendet und in der Beschreibungsbox. Für die heutige Challenge verwende ich dieses Papier von Tonic Studios. Ich suche mir 6 passende Blätter aus, die schön miteinander harmonieren. Diese Blätter ordne ich dann den Bezeichnungen A bis E nach den Schnittplänen in Kendras Card Challenge zu. Dabei nehme ich die Aufstellung von Kendra zu Hilfe, die zeigt, welche Papiere mit welchen anderen Papieren auf den einzelnen Karten kombiniert werden. Ich habe für meine Challenges so kleine Säckchen hergerichtet, die ich mir beschriftet habe von 1 bis 15, damit ich die zugeschnittenen Teile sofort den richtigen Kartensketches zuordnen kann und dann gleich mit dem Basteln beginnen kann. Ich zeige euch jetzt nicht das gesamte Zuschneiden der Papiere, nur so viel. Auf den Schnittplänen seht ihr eine Schere, das markiert den ersten Schnitt, den ihr setzen solltet. Dann ergibt sich das Weitere von selbst und wenn die Teile geschnitten sind, ordne ich sie gleich in die richtigen Sackerln ein. Auf dem YouTube-Kanal Cards by Kendra, ich verlinke euch den auch in meiner Beschreibungsbox, findet ihr ein Video mit einer genauen Zuschnittanleitung. Neben dem Designpapier, das ihr ja bereits zugeschnitten habt, braucht ihr auch immer ein farbig passendes Papier für Mattierungsebenen. Die Maße für diese Mattierungsebenen findet ihr auch immer auf den einzelnen Sketchen. Vielleicht noch ein weiterer praktischer Hinweis. Ich verwende ja grundsätzlich A6 Blankokarten hier in cremeweiß. Die Sketches der Challenges sind aber für das amerikanische A2-Format, also 4¼ x 5½ Inch, gedacht. Daher habe ich meine Karten immer gekürzt auf die 5½ Inch. In der Breite sind sie ein bisschen schmäler als die 4¼ Inch, aber das macht nichts. Damit kommt man gut durch. Damit kommen wir auch schon zu den einzelnen Karten, die ich gebastelt habe. Hier ist Karte Nummer 1. Für den Sketch Nummer 1 braucht man diese dünnen Streifen aus dem Mattierungspapier, die ich hier zuschneide und meinen Sackerl dazugebe. Außerdem enthalten die meisten Sketche diese weißen Flächen. Die sind gedacht für Großbotschaften, Stanzteile oder Stempeln, die man auf dem Sketch ergänzen kann, wie man will. Ich habe mir diese jetzt einmal ausgeschnitten aus einem weißen Papier und ich werde diese weißen Teile in meinen Karten mit der Spellbinders Better Press gestalten. Für Karte Nummer 1 verwende ich die Diamond Aviary Platte von Spellbinders und ich nehme hauptsächlich die Farben Mulberry und Cosmic Sky. Da das weiße Papier nicht die gesamte Platte abdeckt, habe ich mir nur den Ausschnitt mit dem Vogel herausgesucht und verwendet. Ich verwende übrigens die Better Press mit meiner C6 Foldaway und ich habe eine zusätzliche Schicht mit Papier unter diese graue Platte gelegt, damit der Eindruck der Letterpress besser wird. Dabei kommt es natürlich aber immer auf die einzelne Maschine an, ob das überhaupt notwendig ist. Als Verzierung meiner Karten habe ich Stanzteile aus dem Adventkalender 2023 von Spellbinders verwendet, den ich übrigens sehr empfehlen kann. Und damit ist die Karte Nummer 1 auch schon fertig. Und hier kommt Karte Nummer 2. Die ist nach demselben Prinzip zusammengebaut wie vorher beschrieben, wie auch alle anderen Karten, die in der Folge noch gezeigt werden. Ich werde euch jetzt nicht jede einzelne Karte kommentieren, sondern euch zur Musik schalten. Aber vorher noch ein kleiner Hinweis. Die meisten Sentiments, die ich heute verwende, sind mit dem Spellbinder Set Essential Glimmer Sentiments gemacht. Die habe ich mir vorher schon vorbereitet, damit ich sie hier einfach verwenden kann. Weitere Sentiments auf meinen Karten gehören zu den einzelnen Better Press Sets, die ich verwendet habe. Jetzt geht's aber los mit meiner musikalisch unterlegten Galerie meiner 15 Karten. Thank you.
So, damit sind wir schon am Ende meiner Galerie der 15 Karten mit Kendra's Card Challenge. Welche hat euch am besten gefallen? Sagt's mir in den Kommentaren, ich bin sehr neugierig. Ich hoffe sehr, dass ihr auch probieren werdet, an Kendra's Card Challenge teilzunehmen. Es macht wirklich Spaß und diese tollen Karten, die dabei herauskommen, kann man immer brauchen. Alles, was ihr tun müsst, um eine Chance auf die tollen Preise zu haben, ist ein Foto mit allen 15 Karten, die ihr gebastelt habt, in der Kendra's Card Challenge Facebook-Gruppe hochzuladen. Ich hoffe, dass das Video und die Karten euch gefallen haben und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder vielleicht sogar meinen Kanal abonniert. Servus, bis zum nächsten Mal!